Wo genau kann man denn in der Bibel herauslesen, dass Gott scheinbar Schwule nicht mag? Oder? Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Gräueltat begangen. Beide haben den Tod verdient, ihr Blut kommt auf sie selbst. Hi, mein Name ist Nico, willkommen zu diesem Video. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn heute drehen wir ein Video, was ich seit 2 Jahren drehen möchte. Ich habe vor 2 Jahren ein Video hochgeladen, in dem ich eine katholische Hotline angerufen habe und mich da quasi geoutet habe, um zu gucken, wie die Reaktion der Kirche ist. Und jemand könnte ja auch sagen, na gut, ich habe halt einen übertriebenen Sexualtrieb. Denn ich habe mich von meinem besten Freund damals vor 3 Jahren geoutet. Er hat daraufhin die Freundschaft gecancelt, weil er das nicht ertragen konnte, dass ich schwul bin, weil er so erzogen wurde, dass Schwule in die Hölle kommen und konnte dementsprechend nicht mit mir befreundet sein. Das habe ich damals sehr mitgenommen, weswegen ich dieses Video gemacht habe und angerufen habe bei dieser Hotline. Und diese Hotline hat das Ganze befeuert. Denn diese Hotline hat gesagt, ich kann schwul sein, aber ich soll dagegen ankämpfen und eine Frau lieben und dieses Schwulsein verbannen. Das war der Output dieser Hotline. Und vor 2 oder 3 Wochen habe ich ein Video hochgeladen hier auf diesem Kanal zu einem Thema, über das wir heute auch reden werden. Denn eine katholische Zeitschrift hat einen Artikel gepostet, in dem es eben hieß, dass schwule Parasiten sind. Sorry Leute, aber wer das glaubt, der hat nicht mal einen Löffel am Zaun. Bin ich ganz ehrlich, es tut mir wirklich leid, aber wer wirklich glaubt, dass alle schwul... Daraufhin hat ein Pfarrer dieses Magazin verklagt. Ich habe damals gesagt, ich würde gerne mal mit diesem Pfarrer sprechen, was er zum Thema Kirche und Homosexualität sagt, was er zum Thema Schwule in der Gemeinde sagt, zum Thema, warum Gott Schwule hasst und so weiter und so fort. Und dachten wir so, das wird sowieso nichts an einem Pfarrer vor die Linse zu bekommen, ist super schwierig. Das sind einfach metaphorisch gesagt Himmel und Hölle vor einer Kamera. Und welcher Pfarrer begibt sich denn bitte in so ein Nest? Es hat geklappt. Dieser Pfarrer hat ja gesagt, ich werde heute mit diesem Pfarrer über sehr vieles reden, über sehr viele Fragen, die ihr mir gestellt habt, die ich ihm stellen soll. Das wird heute passieren. Ich bin ziemlich aufgeregt. Das Video ist für mich etwas sehr Persönliches, bin ich ehrlich. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, was euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Lasst den Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Wenn ihr den Teil 2 sehen wollt, in die Kommentare damit. Ich bin sehr gespannt. Dieses Thema ist sehr diskussionsfreudig. Ich würde sagen, ich rufe jetzt mal den Pfarrer an, den Herr Rothe. Wir werden ein Ründchen quatschen mit euren Fragen, die ihr mir gestellt habt. Das werden vermutlich sehr unangenehme Fragen werden. Habe er gesagt, ja, das macht er sehr gerne. Es ist ein neues Medium für ihn und er möchte einiges richtigstellen. Deswegen, let's go. Also, womit das geklappt hat, du bist in München ansässig, ne? Was sind da so deine Aufgaben? Ja, ich bin ganz normaler Gemeindeseelsorger in einer Gemeinde am Stadtrand von München und mache alles, was so zum seelsorglichen Alltag dazugehört, von Taufen bis zu Begräbnissen. Okay, verstehe. Ich habe die Fragen jetzt gar nicht vorsortiert, weil ich ja keine richtige Ordnung reingebracht habe. Ich stelle einfach mal querbeet, wir gucken einfach, wo wir landen im Endeffekt. Wie geht denn ihr in der Gemeinde allgemein mit dem Thema Schwulsein um? Das Blöde ist und was mich auch immer wieder ärgert, das Thema Schwulsein spielt im normalen Gemeindeleben eigentlich überhaupt keine Rolle, kommt eigentlich gar nicht vor. Wir haben mit Sicherheit eine ganze Menge schwule Leute, die aber in ihrem Schwulsein in der Gemeinde eigentlich keinen Platz haben. Und ich bin sehr froh, wenn sich das Thema jetzt mal ein bisschen in den Medien Platz verschafft, denn ich hoffe, dass auf diese Weise es auch ein Thema im Gemeindeleben findet, das ein bisschen Widerhall kommt, denn wenn ich das Thema ab und zu mal in einer Predigt anspreche, gibt es normalerweise überhaupt kein Feedback und vielleicht sind wir da jetzt auf einem guten Weg. Okay, also es gibt sowohl, also weder negativ noch positives Feedback, wenn du das ansprichst oder wie, oder? Genau. Ach krass, okay. Das ist allein daraus. Was ist denn jetzt, wenn angenommen jemand in der Gemeinde schwul oder lesbisch ist, wie steht ihr denn dazu, wenn jetzt einer sagt in der Gemeinde, hey, ich bin schwul zum Beispiel? Das Problem ist, es sagt überhaupt niemand. Es ist, wenn es jemand sagen würde, kein Problem. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir mehrere schwule Mitarbeiter haben, Mitarbeiterinnen, lesbische, überhaupt kein Problem, aber es spielt keine Rolle. Es wird nicht angesprochen, es wird nicht drüber gesprochen, es ist einfach ein Thema, was nicht vorkommt. Und das ist natürlich auch für die Betreffenden schwierig, von sich aus dann das Thema anzusprechen, weil sie nie wissen, wie jemand darauf reagiert. Von meiner Seite aus überhaupt kein Problem. Ja. Also ich persönlich komme aus Bayern, aus einem kleinen Dorf. Da war das schon ein großes Problem. Also als ich wusste, dass ich schwul bin, habe ich es auch im Dorf zu spüren bekommen. Meinst du, ist es von Dorf zu Dorf unterschiedlich? Oder gibt es da so eine Art, so eine unausgesprochene Regel? Oder ist das jetzt nur in eurer Gemeinde so, dass ihr quasi da nichts dagegen habt? Also ich glaube, da ist ein großes Gefälle zwischen Stadt und Land da. Einfach in der Gesellschaft gibt es da große Unterschiede. Hier in München, in der Stadt, spielt es allgemein keine Rolle mehr. Und ich denke mal, von Gemeinde zu Gemeinde gibt es da auch nochmal gewisse Unterschiede. Also wir haben zum Beispiel hier Nachbargemeinden, wo sehr konservative, sehr moralistische Geistliche tätig sind. Da könnte ich mir vorstellen, würde es unter Umständen ganz schön Probleme geben, wenn einer sagen würde, ich bin schwul. Okay. Denkst du, dass Homosexualität eine Krankheit ist? Absolut nicht. Das ist Blödsinn. Also
Nein, also das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Also wer sowas sagt, der soll erstmal sich informieren. Okay, was wäre denn, wenn jetzt ein Pfarrer sagt, das ist eine Krankheit, muss geheilt werden? Was würdest du denn dem Pfarrer sagen? Ich bin sprachlos, wie du merkst. Also ich würde ihm versuchen zu erklären, was für ein Unsinn da er da verbreitet und vor allen Dingen auch versuchen zu erklären, dass das ja wirklich in der Wissenschaft eine Haltung ist, die schon seit Jahrzehnten überholt ist. Also wer sowas vertritt heutzutage, der hat eigentlich in einem Beruf, wie ein seelsorglicher Beruf, überhaupt nichts verloren. Okay, weil du gerade sagst Wissenschaft. Also würdest du schon sagen, dass die Kirche auch mit der Wissenschaft einhergeht oder sind das zwei Kontrahenten? In der Theorie nicht. Also von Rom bzw. überhaupt von oben bekommen wir immer wieder mal Vorgaben oder Aussagen, wo wir sagen müssen, um Gottes Willen. Aber an sich gibt es sicherlich in der Kirche auch viele Geistliche, die versuchen, mit der Wissenschaft da Hand in Hand zu gehen und auch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse sich zu eigen zu machen. Alles andere wäre ja auch ganz schön bescheuert. Okay, ja, das stimmt. wir reden mal jetzt nur rein hypothetisch gesehen. Hättest du Kinder und die würden sich als schwul outen, wie würdest du damit umgehen, auch jetzt auf die Gemeinde bezogen? Kein Problem. Würde ich mich freuen. Genauso wie wenn sie heterosexuell wären. Für mich spielt es absolut keine Rolle, ob jemand schwul ist oder lesbisch oder heterosexuell oder was auch immer. Okay, aber bist du dann einer... Für mich keine Rolle. Okay, aber bist du dann einer der Einzigen oder würdest du sagen, ist das eine breit verbreitete Meinung? Im Klerus, meinst du, in der Kirche? Ja, genau. Also das ist mittlerweile so weit verbreitet, dass man zumindest keine Schwierigkeiten mehr bekommt. Okay, also wenn man jetzt Händchen halten in die Kirche geht, wird man nicht blöd angeguckt, so quasi. Dass man blöd angeguckt wird, damit muss man immer rechnen. Damit musst du auch rechnen, wenn du in München durch die Fußgängerzone gehst. Aber wenn bei uns jemand in der Kirche blöd angemacht würde, weil er Händchen halten in die Kirche geht, dann würde derjenige Ärger kriegen, der blöd schaut. Okay. Weil du gerade schon meintest von oben, von Rom. Warum hat denn der Papst erst gesagt, dass Homosexualität keine Sünde sei, aber verbietet dann die Segnung? Da stellst du mir eine Frage, die ich dir eigentlich auch nicht beantworten kann. Das sind für mich Botschaften, die einfach nicht zusammenpassen. Auf der einen Seite, wenn der Papst so vor sich hin plaudert ohne Manuskript, dann kommen Botschaften, die eigentlich ganz liberal und zeitgemäß klingen. Und dann knallt uns die Kongregation für die Glaubenslehre, es war also nicht der Papst direkt, der da letzte Woche sich geäußert hat, ein Dokument um die Ohren, das auf dem Stand von vor Jahrhunderten steht. Also ist auch für uns ein Riesenspagat, das in Einklang zu bringen, beziehungsweise es ist nicht in Einklang zu bringen, weil es einfach nicht zusammenpasst. Okay, verstehe. Denkst du dann, dass es dahingehend in den nächsten Jahren größere Reformen geben wird oder geben sollte? Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Es hat sich in den letzten Jahren schon einiges verändert. Also wenn man sehr offen mit dem Thema umgeht und sagt, für mich spielt es keine Rolle, ob jemand schwul ist oder nicht. Oder wenn jemand sagt, er ist bereit, als Geistlicher ein gleichgeschlechtliches Paar zu segnen, hätte man sicherlich vor 10 oder 20 Jahren noch ganz schön Ärger bekommen. Heute kann man, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass man keinen Ärger mehr kriegt. Okay, was mich auch selbst sehr interessiert, also ich habe die Bibel jetzt nicht dreimal gelesen, ich habe hier da mal reingelesen, auch gerade im Unterricht und so weiter und so fort, wo genau, es muss irgendwo herkommen, dieses Argument, dass Schwule einfach nicht, dass es einfach nicht geht. Wo genau kann man denn in der Bibel herauslesen, dass Gott scheinbar Schwule nicht mag oder nicht, weißt du, ich meine, wo genau soll das denn stehen? Also ich habe mich vorbereitet und habe mir die Bibelstellen rausgesucht. Es gibt da mehrere, die bekannteste ist aus dem Buch Levitikus im Alten Testament. Ich lese sie mal vor. Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Gräueltat begangen. Beide haben den Tod verdient, ihr Blut kommt auf sie selbst. Klingt natürlich sehr martialisch, sehr brutal. Wenn jemand heutzutage mit dieser Bibelstelle kommt und sagt, die gilt nach wie vor, das ist Gottes Wort, dann stelle ich immer sofort die Frage, ja, wärst du denn jetzt auch dann bereit, Schwule umzubringen, wenn sie sich outen? Und dann merken die Leute meistens schon selbst, dass so eine Bibelstelle nicht eins zu eins in unsere Zeit umzusetzen ist. Die kommt also aus einem ganz anderen geistigen, gesellschaftlichen Hintergrund. Es gibt noch mehr Bibelstellen, die
in die gleiche Richtung gehen, aber man muss einfach wissen, es gibt in der Bibel überhaupt keine einzige Aussage über homosexuelle Identität oder homosexuelle Partnerschaft. Bis vor etwa 100, 150 Jahren wusste man überhaupt nicht, dass es so etwas wie homosexuelle Identität gibt. Man ist immer davon ausgegangen, es gibt bloß homosexuelle Akte. Das heißt, eigentlich heterosexuelle Personen suchen homosexuellen aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel um sich einen besonderen Kick zu verschaffen, oder das war in der Antike teilweise üblich, dass man Gefangene dadurch gedemütigt hat, dass man sie von hinten genommen hat, solche Sachen halt. Und das sind einfach Dinge, die in der Bibel als Hintergrund für solche Aussagen zu sehen sind. Es geht nicht darum, zu verurteilen, dass ein Mensch homosexuell empfindet, weil man das damals gar nicht wusste, dass es das gibt. Und es geht auch nicht darum, homosexuelle Partnerschaften zu verdammen, weil man sich eben homosexuelle Partnerschaften nicht vorstellen konnte. Das gab es einfach nicht. Okay, verstehe. Auch eine sehr interessante Frage. Selbst wenn Homosexualität eine Sünde wäre, ist Jesus nicht für unsere Sünden gestorben? Absolut richtig, es ist aber keine Sünde. Okay, also das nochmal, das sagst jetzt du, aber ist es auch die Allgemeinheit der Pfarrer und Pfarrerinnen in Deutschland, oder ist das jetzt quasi nur deine Ansicht? Weil es muss also ja woher kommen. Da müsste man etwas unterscheiden. Also Homosexualität an sich ist auch nach allgemeiner kirchlicher Ansicht keine Sünde, sondern es sind immer nur dementsprechende Handlungen Sünde. Okay. Verziehen werden kann jede Sünde, selbstverständlich, aber damit eine Sünde verziehen werden kann, sollte zumindest die Absicht da sein, sie nicht wieder zu begehen. Aber ich wiederhole mich, wenn jemand homosexuell veranlagt ist und dementsprechend lebt, wenn er dementsprechend von Gott geschaffen worden ist, wie soll das Sünde sein? Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Gott hat uns ja so erschaffen, wie kann das dann verboten sein? Genau. Okay. Ja. Auch eine interessante Frage, wie stehst du denn zur Transsexualität? Oder gibt es Stellen in der Kirche, in denen man über Transsexualität stolpert als Sünde oder sowas? Ich habe mich am Sonntag nach Weihnachten maßlos geärgert, als der Bischof von Passau, Stefan Oster, in einer Predigt über transsexuelle Menschen hergezogen hat, dass denen irgendetwas fehlt, dass da etwas nicht stimmt, dass das so in der Schöpfungsordnung nicht vorgesehen sei. Ich finde es unglaublich arrogant und herablassend, so über Menschen zu sprechen, die einfach so leben wollen, wie sie leben möchten und wie sie meinen, dass es für sie richtig ist. Lasst die Menschen so leben, wie sie wollen, denn so hat sie Gott geschaffen. Mhm. Aber wie kann das denn sein, dass Pfarrer A sowas sagt und Pfarrer B dann was ganz anderes? Ist man dann nicht irgendwann verwirrt? Man ist nicht nur verwirrt, das ist ein wahnsinniger Spagat, den wir da manchmal bewältigen müssen. Aber die Kirche ist da sicherlich auf einem Weg, der gerade mal begonnen hat. Das, was wir so als die allgemeine Lehre der Kirche zur Homosexualität kennen, also alles verboten, alles schlecht, alles nicht in der Schöpfungsordnung vorgesehen, das ist ja eine Lehre, die zum ersten Mal 1976 formuliert worden ist. Also eine Lehre, die überhaupt keine lange Tradition hat. Fast 2000 Jahre ist die Kirche ohne eine solche Verurteilung zurechtgekommen. Und warum man dann auf einmal begonnen hat, das so zu einem maximalen Thema zu machen, weiß ich selber nicht. Aber mittlerweile ist es ja so, dass überhaupt das Thema Sexualität, Sexualmoral so der Maßstab des Katholischen schlechthin geworden ist. Und damit hat sich die Kirche in ein furchtbares Abseits manövriert und auf eine unglaublich rutschige Bahn begeben, wo sie jetzt langsam wieder Halt findet. Hoffe ich zumindest. Verstehe. Also ich persönlich habe auch meinen besten Freund damals verloren, weil ich mich auch geoutet habe. Und er gesagt hat, er wurde so erzogen, er kann nicht mit mir befreundet sein, weil schwul sein ist eine Sünde. Also scheinbar gibt es ja auch in der Gemeinde dann die Auffassung, dass das eine Sünde ist. Geht da die Kirche irgendwo gegen vor? Oder gibt es da, also meinst du, da fehlt einfach die grundsätzliche Aufklärung? Oder weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Also es gibt sicherlich in jeder Gemeinde Leute, die so aufgewachsen sind, dass es für sie überhaupt nicht ins Menschen- und Weltbild hineinpasst. Und wenn jemand aus so einer Familie stammt, dann besteht natürlich die Gefahr, wenn er sich outet und wenn er dementsprechend lebt, dass er auch Familie, Freunde verliert, wie du es ja selbst erlebt hast. Wie gesagt, von der Bibel her
gibt es überhaupt keinen Grund, so zu denken oder sich von Menschen zu distanzieren, die dementsprechend leben. Im Gegenteil, Jesus hat sich allen Menschen zugewandt und hat alle Menschen so angenommen, wie sie waren. Und es gibt keinen Grund, dass die Kirche das heute anders macht. Okay, es gibt ja auch diese Camps, sage ich mal, die sich als christliche Rehabilitation in Bezug auf Homosexualität eben bezeichnen. Was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Gott sei Dank ist das seit letztem Jahr von Staats wegen verboten worden. Das ist eine Vergewaltigung von Menschen. Okay. Kann man, also ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, was ist denn da passiert? Also wie kann man sich das vorstellen, dass einem Vorlieben und das eigentlich, das was einen ausmacht, ausgetrieben werden sollte? Kann ich nicht sagen. Ich habe so ein Camp nie besucht. Ich kenne auch niemanden, der so ein Camp betreibt. In der katholischen Kirche gibt sowas auch nicht. Wenn, dann sind das meistens so freikirchliche Gruppierungen, die sowas anbieten. Aber wie gesagt, ich bin heilfroh, dass das jetzt mittlerweile auch von Staats wegen verboten ist und dieser Sache endlich ein Garaus gemacht worden ist. Hoffe ich. Wie bitte? Hoffe ich, dass es endgültig vorbei ist. Ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche ein Video gemacht zum Thema, dass, also eine Zeitschrift hat gesagt, dass Schwule Parasiten sind. Und da hast du dann eine Anzeige geschaltet. Warum nochmal genau? Ja, ich beziehe diese Zeitschrift, sie heißt Theologisches. Und in dieser Zeitschrift war ein endlos langer, unsäglich hasserfüllter, homophober Artikel, in der, wie du richtig sagst, Schwule als Parasiten, aber auch als Krebsgeschwür, als widerlich und was auch immer bezeichnet worden sind. Und ich finde es einfach nicht tragbar in unserer Zeit, dass Menschen auf diese Weise diskriminiert und gedemütigt werden. Und ich sehe darin den Tatbestand der Volksverhetzung verwirklicht. Und darum habe ich den Autor des Artikels, ein polnischer Priester, und den Verantwortlichen im Sinne des Presserechts, einen Priester in Köln, bei der Kölner Staatsanwaltschaft angezeigt. Okay, gibt es da Neuigkeiten? Es läuft ein Ermittlungsverfahren und mittlerweile liegen 3 Anzeigen vor. Krass, okay. Wie kann das denn sein? Das ist ja scheinbar eine katholische Zeitschrift, eine Fachzeitschrift. Wie kann das denn sein, was ich vorhin auch gesagt habe, dass es da so krasse Differenzen geben kann zwischen dir zum Beispiel und so einer Zeitschrift, die scheinbar den gleichen Glauben teilen, aber solche verschiedenen Wege einschlagen? Wie kann das denn sein? Ich meine, die katholische Kirche ist eine Weltkirche und eine auch zahlenmäßig noch große Gemeinschaft. Und da gibt es halt Leute, die unterschiedlich denken. Manche hinken halt der heutigen Zeit ein wenig hinterher, nehmen die Wirklichkeit nicht zur Kenntnis, verweigern sich der Wirklichkeit, leben in einem Weltbild, was eigentlich Jahrhunderte überholt ist. Mit manchen Leuten muss man Geduld haben, aber wenn es übergriffig und gewalttätig und hasserfüllt wird, dann muss man was dagegen machen. Okay. Ich bin jetzt nicht so krass im Thema drin, aber gibt es dann keinen richtigen Kodex, nach dem Pfarrer eben predigen müssen, wenn es so Unterschiede gibt, oder wie ist das? Also predigen kann ich mehr oder weniger das, was ich möchte, aber es gibt in der katholischen Kirche den sogenannten Katechismus der katholischen Kirche, wo auch ein Paragraph zum Thema Homosexualität drin ist, und der spiegelt im Grunde das wieder, was auch im letzte Woche erschienenen römischen Dokument zum Ausdruck kommt, nämlich eine grundsätzliche Ablehnung oder ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber Homosexuellen und Homosexualität. Es hat zum Beispiel, als Grundlage in diesem Paragraphen steht da drin, dass die psychischen Ursachen von Homosexualität noch nicht endgültig geklärt seien. Ich finde so einen Satz allein schon grauenhaft, weil er ja voraussetzt, dass Homosexualität erklärungsbedürftig ist, Heterosexualität aber nicht. Warum kann man nicht beides einfach gleichberechtigt, fraglos nebeneinander stehen lassen? Beides ist Fakt, beides ist Teil der Wirklichkeit und darum ist auch beides Teil der Schöpfungswirklichkeit und geht beides aus dem Willen Gottes hervor. Die Frage allein schon ist Bullshit. Ja, das stimmt. Nochmal zurück zum Thema Segnung von schwulen Pärchen oder von schwulen Paaren. Gibt es da dann eine Möglichkeit, dass dann, also du meintest ja, dass Pfarrer sich dagegen entschieden haben, einfach das zu akzeptieren. Ist das auch bis nach Rom vorgedrungen oder ist es einfach ein internes Ding? Also ob das bis Rom vorgedrungen ist, weiß ich nicht, aber
dieses neue Dokument, was da letzte Woche erschienen ist, das hat auch in der katholischen Kirche sehr viel Widerspruch hervorgerufen. Und es haben sich mittlerweile über 2.500 Seelsorgerinnen und Seelsorger, katholische Seelsorgerinnen und Seelsorger in Deutschland mit Namen und Anschrift zusammengeschlossen und sagen, wir segnen auch homosexuelle Partnerschaften. Egal, was die Amtskirche sagt. Und bei einer so großen Zahl ist nicht damit zu rechnen, dass im Einzelfall, wenn es dann jemand macht, auch tatsächlich gegen den vorgegangen werden kann. Wir versuchen da einfach eine Öffentlichkeit zu schaffen, die uns auch gegenseitig schützt. Okay, okay. Meinst du, das bringt was? Also das ist wahrscheinlich nicht gemacht, wenn du es nicht glauben würdest, aber meinst du, es bringt was? Ich hoffe es, denn ich befürchte, dass es gar nicht so viele homosexuelle Partnerschaften gibt, die sich segnen lassen wollen, wie es jetzt Geistliche gibt, die das gerne tun würden, weil Kirche ja in der Vergangenheit eigentlich, muss man ehrlich sagen, alles getan hat, um Homosexuelle aus der Kirche zu vergraulen. Da haben wir eine Bringschuld und wir versuchen jetzt, da kleine Schritte des Entgegenkommens zu setzen, in der Hoffnung, dass sie auch angenommen werden. Ja, aber das finde ich sehr schön, denn es ist ja ein Teufelskreis, ne? Also muss man einfach so sagen. Was auch sehr oft aufkam, die Frage, was mich gewundert hat, Thema Zölibat. Also findest du, dass Zölibat noch etwas Modernes ist oder findest du es noch zeitgerecht oder sollte es aufgehoben werden? Wie stehst du dazu? Also ich finde den Pflichtzölibat, so wie wir ihn haben, absolut überholt. Momentan ist es ja so, dass wenn man katholischer Priester werden möchte, man sich zum Zölibat verpflichten muss. Das war in der Kirche nie generell so, sondern das ist erst vor nicht ganz 1000 Jahren eingeführt worden, aus Gründen, die eigentlich mit Moral oder mit Sexualität überhaupt nichts zu tun haben. Als der Zölibat eingeführt wurde, hatte man in der Kirche das Problem, dass Priester verheiratet waren und sich kirchliche Besitztümer angeeignet haben und dann an ihre eigenen Nachkommen vererbt haben, sodass die Gemeinden am Ende leer ausgegangen sind und nicht die nötigen Mittel hatten, um zum Beispiel ihre Kirchen zu unterhalten. Da war also der Zölibat eine Möglichkeit, ein Versuch, dem einen Riegel vorzuschieben. Man hat dann später und vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten den Zölibat spirituell überladen und hat nachträglich Argumente drüber gehäuft, warum das unbedingt mit dem Priestertum verbunden sein muss. Aber die Argumente können nicht wirklich tragen. Die sind alle so hohl, wenn man sie mal ein bisschen abklopft, dass man eigentlich keine andere Möglichkeit hat, als den Pflichtzölibat früher oder später abzuschaffen. Was nicht heißt, dass jeder Priester heiraten muss. Man bleibt, soll jedem freigestellt sein. Ne? Ja, meinst du, das wird passieren oder ist es eher so eine Wunschvorstellung? Aktuell ist es eine Wunschvorstellung, aber es hat sich in der Kirche auch schon vieles verändert, was früher als unveränderbar galt. Die Kirche bewegt sich langsam, aber sie bewegt sich. Okay, na immerhin. Okay, das waren so meine Fragen an dich. Willst du noch irgendwas sagen zum Schluss oder irgendwas anbringen, was dir wichtig ist? Oder? Also ganz wichtig ist mir zu sagen, dass ich mich sehr freue, dass du dieses Video mit mir gemacht hast. Überhaupt, dass du mir dadurch die Chance gibst, mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen, mit denen ich sonst eigentlich keine Chance habe, ins Gespräch zu kommen, weil einfach Kirche und schwule Szene, das liegt so meilenweit auseinander, dass da überhaupt kein Kontakt mehr normalerweise zustande kommt. Und du hast da jetzt echt eine Brücke gebaut, für die ich dir sehr, sehr dankbar bin. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Leute aus deiner Community diese Brücke auch nutzen. Von meiner Seite aus ist die Brücke frei begehbar. Hast du sehr schön gesagt, vielen Dank. Ich bin auch sehr dankbar, dass wir das Gespräch führen durften, konnten, weil ja, es war mir eine Herzensangelegenheit, deswegen vielen Dank dafür. Ich schneide gerade das Video, mir ist aufgefallen, ich habe gar kein Outro gedreht, weil ich so invested war. Habe ich vorhin vergessen, I'm sorry. Wenn es euch gefallen, lasst gerne ein Like da. Schreibt gerne Fragen in die Kommentare für den Teil 2. Lasst gerne in den Kommentaren diskutieren. Ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt. Ja, lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Du und ich haben Namen. Du und ich haben Namen. Nicht aus dem Kopf, hätte dich fast geblockt. Deine Bilder auf Insta, super likes mich auf Tinder. Wollten uns gestern sehen, doch du antwortest